Die Chemie ist voller Magie, erst recht, wenn sie so kunstvoll von der Campushexe in Szene gesetzt wird. Sie bietet am Kindertag der Chemie auf dem Umweltcampus Birkenfeld eine ganz besondere Vorlesung. Mit viel Feuer, Rauch und einer Extraportion Vampir-Dessert. Am Ende besteht der fleißige Zauberlehrling Tobias die meisten seiner Prüfungen. Aber es gibt nicht nur ein Showprogramm, sondern auch Workshops, in denen die Viert- und Fünftklässler selber ran müssen. Zum Beispiel beim Thema erneuerbare Energien. Wozu brauchen wir denn Energie? Wisst ihr das vielleicht? Dass wir Licht haben und noch andere Sachen, wie zum Beispiel der Ofen. Wenn wir für das Handy oder aufladen. In einer anderen Gruppe geht es um das Thema Verpackungen. Hier können sich die Schüler aus alten Tetrapack-Schachteln Portemonnaies basteln. Insgesamt bieten Dozenten und Studenten 18 unterschiedliche Workshops an. Ob da auch was hängen bleibt? Ja, ich hoffe es natürlich, dass das so einen präventiven Charakter hat. Jetzt diese Stunde, die wir über die Nachhaltigkeit vom Wasser gelernt haben, da nehmen wir bestimmt einiges mit für unsere Schule. Wasser als Lebensquelle von Mensch und Tier ist den Schülern zwar bekannt, aber wie so manches Tierchen unter dem Mikroskop ausschaut, erstaunt sie dann doch. Also ich habe eine Alltagsfliege entdeckt, die hat nur zwei Augen und da hinten dran sind drei Fäden. Ein weiteres Highlight für die Schüler ist das Besteigen eines Campusdaches. Um was es hier geht, ist allen klar. Sonnenenergie. Dass es zwei Varianten gibt, die Solarthermie und die Photovoltaik, weiß am Ende dann auch jeder. An zwei Tagen besuchten rund 1100 Schüler der 4. und 5. Klasse dieses einmalige Jahresevent. Chemie anschaulich vermittelt, kommt gut an, das weiß auch der Dekan. Wenn es da Experimente gibt und es knallt und es entwickelt sich was, man sieht tolle Farben, dann sieht man, oh, da ist wirklich was möglich, da kann man was entwickeln und das macht den Kindern richtig Spaß. Deswegen ist Chemie für mich ein guter Zugang und ohne Technik und ohne technische Innovationen werden wir nie zu einer nachhaltigen Entwicklung kommen und dazu muss die Chemie einen Beitrag leisten. Und das tut sie auch. Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind ohne die Chemie fast nicht denkbar. Ansätze dafür konnten die Schüler beim Kindertag der Chemie auf dem Umweltcampus Birkenfeld selbst entdecken. Boom, boom, boom.